Der erneute Wintereinbruch in der Region Esslingen forderte bereits erste Unfälle. So kam es am Freitagabend gegen 6:30 auf der Kreisstraße 1210 bei Baldmannsweiler auf Glatteis zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Fords war auf der Straße von Bach kommend Richtung Baldmannsweiler unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve rutschte der Fahrer nach links von der Fahrbahn, prallte gegen ein Verkehrsschild und landete schließlich im Graben. Der vorsorglich herbeigerufene Rettungsdienst untersuchte den Fahrer vor Ort. Da dieser aber keinerlei Verletzungen davontrug, war ein Transport in eine Klinik nicht nötig. Die Feuerwehr aus Baldmannsweiler war mit einem Fahrzeug vor Ort und sicherte die Einsatzstelle ab. Die ausgelaufenen Flüssigkeiten wurden von den Einsatzkräften abgestreut und aufgenommen. Auch während des Einsatzes und der Unfallaufnahme schneite es weiterhin sehr stark. Bei den Witterungsverhältnissen ist angepasstes und vorausschauendes Fahren empfohlen.